Ja, servus alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu FIFA 2002, immer noch mit Ich AG United, und wir befinden uns aktuell in ziemlich guten Gefilden, trotz unserer geringen Anzahl an Spielen. Und das letzte Mal hatten wir unser Rückspiel gegen Borussia Dortmund, das heißt, der BVB ist erstmal, ja, aus unserem Spielplan draußen, und heute geht es gegen das polnische Team Wisla Krakau. Schauen wir uns natürlich gleich an. Die Namen werden wahrscheinlich in erster Linie den Insidern unter euch etwas sagen, aber schauen wir es uns einfach mal an. Da haben wir mal zwei mit demselben Nachnamen. Ich weiß nicht, ob die Brüder sind. Wäre natürlich cool, wenn schon. Was haben wir denn da? Ja, okay, die Stürmer, die könnte man natürlich kennen. Maciej Surawski und Thomas Frankowski. Das haben wir noch auf der Satzbank. Jetzt wollte ich schon auf der Bühne sagen. Bin ich ja schon komplett catchy. Eher Nacho. Der Name sagt mir allerdings auch etwas, ich weiß noch nicht warum, ich habe den Namen irgendwann schon mal gehört. Szymkowiak sagt mir allerdings auch etwas, also die sind durchaus gespickt mit scheinbar damals noch Talenten, die dann später ins Ausland gegangen sind und auch in der Nationalmannschaft sich einen Namen gemacht haben. Ibrahim Sonntag, Czinski. Oh, an diesen Mann erinnere ich mich allerdings noch ungern. Als Rapid Wien nämlich 2008 Meister geworden ist, ging es in der Champions League Qualifikation gegen den zypriotischen Club Anorthosis Famagusta. Und da hat dieser Mann hier, also Lukas Sosin, bei Famagusta, also dem zypriotischen Club, gespielt. Und ich glaube, der hat uns auch was eingeschenkt damals. Und Rapid ist damals auch völlig überraschend gegen diesen Club ausgeschieden. Also ja, dieser Name hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt, wie noch ein paar andere von Famagusta. Ja gut, aber hacken wir das ab. Es ist kein Famagusta hier in der Tabelle, von daher können wir nicht gegen die ausscheiden. Und ich würde sagen, wir gehen auf den Platz. In der Aufstellung eigentlich nicht wirklich was Überraschendes, das werdet ihr auch sehen. Ja, immer noch überraschend in Polen, was die Meister angeht, wie knapp das alles beieinander ist. Zum Beispiel Wisla Krakau ist ein 13-facher polnischer Meister, zuletzt 2011, also ist auch schon ein bisschen her. Aber ja, 13 Titel. Vor ihnen sind drei andere Teams, nämlich Górnik Zabrze und Ruchorschów, mit 14, also mit einem Titel mehr. Und mit noch einem weiteren Titel mehr, also mit 15 Meistertiteln insgesamt, Rekordmeister in Polen, ist Legia Warschau. Das heißt, das ist wirklich ganz, ganz dicht beieinander. Es hat schon eine gewisse Spannung. Also die polnische Meisterschaft, kann ich mir vorstellen, ist schon eine recht spannende. Und Krakau hat, ebenso wie wir, 9 Spiele bis jetzt in den Beinen und hat 7-mal unentschieden gespielt. Das ist auch eine interessante Statistik und auch passend dazu das Torverhältnis von 9:9. Wow. So, Tobi, was machst du? Das geht ja mal wieder gut los. Wieder muss der Kapitän die Fehler seiner Mitspieler ausbügeln. Puskás, da oben wäre Proton John, den sieht er auch. Na, der wird doch nicht. Leider nein. Kahn wieder ganz weit vorne. Will die Bälle immer möglichst weit nach vorne schicken oder möglichst schnell wieder nach vorne schicken, sagen wir es so. Ja, und ich werde halt auch für dieses Spiel wieder die Regel vom letzten Mal beibehalten. Ah, abgeblockt, verdammt. Nämlich die erste Halbzeit bei einem Heimspiel auf Amateur und die zweite Halbzeit dann auf Profi umstellen, weil, wie gesagt, wir sind ein Amateurclub und wir haben nicht wirklich Kondition für zwei Halbzeiten. Fuki! 1:0! Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Wir haben den besseren Start erwischt. Und der Phil, der freut sich hier. Hat da schön den Verteidiger aussteigen lassen. Ja, sehr schön. Das heißt, wenn wir ein Spiel gewinnen wollen, dann müssen wir es in der ersten Halbzeit tun. Wohingegen die Auswärtsspiele dann nur auf Profi gespielt werden. Zum einen, weil es herausfordernder sein soll auch ein bisschen. Aber zum anderen auch, weil ich auch ein bisschen mehr versuchen möchte, das Spiel auf Profi ein bisschen besser zu beherrschen. Weil ich glaube, wie ihr im Auswärtsspiel gegen Dortmund, verdammt, gesehen habt, ich bin auf Profi jetzt noch nicht wirklich eingespielt mit diesem Spiel. Da fliegst nochmal.
Oh, Ballverlust in der Verteidigung. Ja, aber der Capitano kommt da nicht durch. Tobi. Hätte mal die Chance. Ah, daneben. Hat vermutlich einen Sandwirbel abbekommen oder Rauchwolke oder sowas. Fuki. Was macht er, der Fuki? Langt auf Tobi. Oh, schön den Verteidiger aussteigen lassen. Meine Güte. Und da habe ich letztens noch gesagt, er ist so der Freigeist, so ein bisschen im Mittelfeld. Heute legt das ziemlich offensiv aus, seine Rolle. Und jetzt wieder, er geht wieder nach vorne. Ah, Capitano bringt aber den Ball nicht durch. Und ah, dann dieses Foul. Oh, und dafür gibt es Gelb auch noch. Eieiei. War da ein bisschen Frust dabei oder war es einfach nur unglücklich? Und wir nähern uns bereits der 30. Minute. Es wäre vielleicht, wenn wir dann auf Profi umschalten, nicht schlecht, wenn wir noch ein Tor drauflegen, der Großmann. Ah, ich habe nicht gesehen, dass er da noch dran gekommen ist. Ah, und Puskas wird abgeblockt, verflucht. Aber die Verteidigung hält bis jetzt dicht. Und das schnelle Spiel bis jetzt hat Krakow darauf noch keine Antwort. Fuki. Ah, das war kein guter Pass. Cipriano. Dort, wo ein Topscorer, wo ein richtiger Goalgetter stehen muss. Nämlich dort, wo es was zu erben gibt. Stoppt ab, 2:0. Ja, genau so. Würde natürlich nicht Nein sagen zu einem dritten Tor. Aber das letzte Mal völlig überraschend gegen den BVB. Also in der zweiten Halbzeit auf Profi ohne Gegentreffer geblieben. Ah. Tobi probiert's. Oh. Schade, schade. Ja, also gegen den BVB, wie gesagt, auf Profi ohne Gegentor geblieben in der zweiten Halbzeit. Das hat mich schon überrascht. Neuseeland hat uns da zwei Tore eingeschenkt. Tobi, probier's nochmal. Puskas. Ja, war der Capitano nicht dort, wo er sein sollte und der Captain auch nicht. Jetzt könnte es nochmal brenzlig werden vor der Halbzeit. Schönes Timing bei diesem Tackling. Ja, keine gute Ballannahme vom Capitano. Eine nicht vorhandene, würde ich sogar sagen. Er ist in der Mitte. Oh! Das wollte ich nicht. Ich wollte zwar den Ball haben und ja, dazu grätschen, aber nicht so. Sieht so aus, als müssten wir die zweite Halbzeit mit einem 2-Tore-Vorsprung beginnen. Außer natürlich, es passiert jetzt noch was ich nicht hoffe. Koschma. War das seine erste Ballberührung? Ich glaube schon. So, wir gehen in die Kabine. Mannschaft in die wohlverdiente Pause nach so einem Anstoßspiel. Und da sind sie wieder, bereit zum Anstoß. Boah, die Zeit vergeht wie im Flug. So, und ich werde jetzt etwas tun. Eine gute FIFA-Karriere hat bis jetzt noch sehr wenig Einsatzzeit gehabt. Ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde. Frage ist nur, für wen? Was hat er für Werte? Was kann er? Er ist fit und er ist stark. Da würde er sich eigentlich in der Defensive eher gut machen als im Mittelfeld, ehrlich gesagt. Okay, vom Koschma hat man eh recht wenig gesehen heute. Bringen wir ihn nach hinten. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Ansonsten, ja, belasse ich es jetzt erstmal dabei. Jetzt wird natürlich die Aufgabe nicht einfacher. Ich würde sogar sagen, wir legen es jetzt ein bisschen defensiver an wieder. Großmann ist jetzt in die Mitte gezogen. Und der Kahn gleich das erste Mal dazwischen. Puskas.
Könnte den John schicken, macht er auch. Capitano. Ja, müsste ihm jemand helfen. Damit er da Fuki. Ah, schade. Na bitte, wir kommen auch auf Profi zu unseren Chancen. Ja, Kosch war nicht sonderlich begeistert von seiner Auswechslung, aber wie gesagt, FIFA-Karriere hat bis jetzt noch sehr, sehr wenig Einsatzzeit gehabt. Bin gespannt, ob Wisla Krakow jetzt absichtlich über seine Seite kommen wird. Tobi hat aufgepasst, sehr schön. Dann, ah, verdammt nochmal, ich habe nicht gewusst, dass er den jetzt bekommt und wollte schon grätschen. Ich bin's halt inzwischen schon so gewohnt, dass das Spiel auf einer höheren Schwierigkeitsstufe die CPU ja, bevorteilt, sage ich jetzt mal. Capitano, der kann sowas! Schade. Kann. Dann schon hilft da hinten aus. Puskás. Naja, steht ihm einer im Weg. Vielleicht jetzt, Capitano. Naja. Wollte der Kapitän auf den Kapitän spielen. Oh. Okay, nicht gelb-rot. Okay, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ganz ehrlich, ich möchte das Risiko eigentlich auch gering halten. Nein, nicht den Puskás. Bringen wir den Norbert hinein. Was könnte ich denn noch machen? Puh, gute Frage eigentlich. Wisst ihr was? Einfach mal aus Jux und Tollerei. Diana, ja, Zweikampf und Ballkontrolle. Ich probiere mal was. Ich stelle mich selber mal auf die rechte Seite. Ich meine, bin ich ja auch ein ziemlich fitter Typ. Holen wir mal den David raus und bringen die Diana in die Mitte neben den Tobi. Boah, und der Tobi, der ist, ich sag's ja, der ist dort, wo man ihn braucht. Er hilft hinten mit aus, er hilft vorne mit aus. Okay, ah, da bin ich gleich. Ah. Im letzten Moment abgedrängt. Und wieder der Tobi. Meine Güte, unser MVP, muss man wirklich so sagen. Der Kapitän hat schon wieder zu einem Kunstschuss angesetzt. Allmählich sollten wir mal unsere Auswechslungen durchziehen. Puskás. Oh ja. Ach, Proton John, einfach mal weg damit und jetzt unsere Auswechslung bitte. Danke. Ich müsste inzwischen ein Doppeltausch, ja genau, Norbert für den Capitano Cipriano. Und die Diana für den David Großmann. Ja, und der Thomas. Der letztens gesagt hat, er wird wahrscheinlich das ganze Projekt über kein Tor erzielen. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Tore schießen, mein Lieber. Um ehrlich zu sein, ich bezahle dich überhaupt nicht. Ja, aber vielleicht können wir es irgendwie so machen, im Laufe des Projekts, zum Beispiel, wenn wir dann die Hälfte durch haben, dass wir so ein bisschen eine Zusatzaufgabe, so ein Zusatzachievement machen, dass möglichst jeder mindestens ein Tor erzielt hat. Dass ich dann, also ich den Thomas dann zum Beispiel einmal als Stürmer aufstelle oder irgendwie sowas. Dumme ist halt, ich kann den Torwart nicht woanders hinstellen als auf die Torwartposition. Bedeutet, der gute Rauka wird dann wahrscheinlich der einzige sein, der kein Tor hat. Außer natürlich, wir bekommen einen Elfmeter und ich habe ihn als Elferschützen eingeteilt. Dann würde es gehen. Boah, da ist ein Einsatz da vorne. Puskás, Norbert wäre in Position. Probiert's. Boah, gefährlicher Fallrückzieher, so ein richtiger Aufsitzer kurz vorm Torhüter. Und da ist der Gara. Diana. FIFA-Karriere, wenn du schon spielst, dann solltest du auch mitspielen. Ich sag's nur. Oh, au. Diana mit einer Blutgrätsche gegen einen Spieler von Wisla Krakow.
Ich bin überrascht, dass es dafür keine Karte gibt. Moskau für Kulavik. Oder Kulavik, sorry. Eine Knieverletzung, das tut natürlich weh. Und Rauka muss doch noch eingreifen, bleibt aber vorerst mit weißer Weste. Boah. Also jetzt waren die sogar in der Verteidigung bei Krakau. Die feine Klinge raus, aber zu spät. Rauka bleibt ohne Gegentor und Spieler des Tages müsste eigentlich der Tobi sein, aber es ist der Capitano Cipriano. Ja, ich meine, 2:0 klingt jetzt recht eindeutig und ich bin überrascht, dass Krakau eigentlich recht wenig gemacht hat. Also entweder habe ich mich jetzt schon so ein bisschen an das Spiel auf Profi gewöhnt, oder aber es war, weil Krakau einfach eine Spur schwächer ist als zum Beispiel Dortmund oder vielleicht auch Neuseeland, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich ernsthaft so sagen kann. Wie dem auch sei, wir tüten einen weiteren Sieg ein, finden uns aber immer noch auf Platz 5, mehr haben als wir. Aber wir sind in guter Gesellschaft mit Top-Teams wie Ajax Amsterdam, Argentinien, Juventus, Bayern, Brasilien und Levski Sofia. Und PSV Eindhoven natürlich. Und als nächstes haben wir ein Heimspiel gegen Brasilien. Das wird um einiges interessanter werden. Speichern wir gleich mal ab. Aber ja, schon wieder ein Heimspiel. Ich weiß nicht, das Spiel spart sich irgendwie die Auswärtsspiele scheinbar alle für den Schluss auf. Komische Ansetzung irgendwie. Na gut, Brasilien aktuell auf Platz 2, ich habe es vorhin schon gesagt. Schauen wir vielleicht nochmal auf die Leistungstabelle. Capitano 9 Tore. Das überrascht mich eigentlich auch jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Die anderen Teams haben so 22 oder 20 Spiele, die auch teilweise an der Tabellenspitze sind. Aber ja, wirklich, wirklich torreich sind die scheinbar nicht. Weil wir dominieren die Leistungstabelle. So, schauen wir noch auf den Spielplan. Da hat sich wieder einiges getan. Sparta Prag verliert gegen Rapid Buch mit 1:2. Eindhoven schlägt die Grasshopper mit 2:1. Naja, wenn nur einer auf dem Platz steht statt den Grasshoppers, kein Wunder. Juventus, auch bekannt als Turin, offenbar 1:1 gegen Eindhoven. Grasshopper gegen Levski Sof 0:2. Bregenz gegen Brasilien 2:3. Entschuldigung, aber alleine diese Match-Ansetzung. Bregenz gegen Brasilien. Und dann so ein knappes Ergebnis. Ajax gegen Bregenz 1:0. Neuseeland gegen Rapid 3:4. Eindhoven gegen Boavista 2:1. Boavista kann einfach nicht gewinnen, wie es aussieht. Levski Sofia gegen Brasilien 2:1. Also die haben was gut zu machen gegen uns. Nottingham gegen Arsenal 0:1. Rapid Buch. Besiegt Rapid Wien mit 1:0. Oh weh, oh weh. Ein Rapid-Derby und Rapid verliert in 0:1. Und als nächstes wir also gegen Brasilien. Dann hoffe ich, ihr hattet heute euren Spaß an diesem Video und seid das nächste Mal wieder mit dabei gegen den, wie oft jetzt? Ich glaube, fünfmaligen Weltmeister, ne? Ja, fünfmaligen Weltmeister Brasilien. Mit Stars gespickt, mit wem genau, sage ich euch dann das nächste Mal. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und natürlich wie immer, ciao, ciao.